Wir fangen hier an mit unserem Volvo L200H. Das ist ein sehr großer Radlader, das ist ein 40-Tonnen Radlader und der hat hier vorne einen sehr großen Greifer, der ist für das Verladen von Holz gedacht und er wird normalerweise dazu verwendet, um zum Beispiel LKWs, wie wir den hier hinten sehen, in einem Rutsch zu entladen. Also da greift man im Endeffekt rein und dann hat man fast den ganzen LKW im Greifer und dann kann man ihn im Endeffekt hier zum Beispiel auf dem Zug verladen. Da können wir hier mal reinspringen und versuchen wir uns mal dran. In dem Livestream hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Für die, die im Livestream schon mal genauer geschaut haben, da habe ich nichts dazu gesagt, aber hier haben wir auch einen neuen LKW. Also wie gesagt, Volvo ist ein neuer Lizenzpartner von uns. Haben sehr viele coole Maschinen und auch sehr viele coole alte Maschinen. Also haben wir hier einen Volvo F16. Das ist ein alter LKW, Ende der 80er ungefähr. Und ja, der hat auch den Weg ins Spiel gefunden. Hat auch eine Menge an Konfigurationsmöglichkeiten. Also die Decals zum Beispiel, die man hier sieht, kann man auch wegmachen oder die Rundumleuchten sind auch eine Konfiguration. Oder man kann auch zusätzliche Lichter oben drauf konfigurieren, je nachdem, wie man das halt haben möchte. Genau, aber jetzt wieder zurück zu unserem L200H. Dann versuchen wir mal den LKW zu entladen. Machen den Greifer auf. Schauen wir mal, dass wir hier ungefähr richtig stehen. Braucht man ein bisschen Gefühl, aber mit ein bisschen Übung klappt es normalerweise immer. So, greifen wir hier mal rein. Also alles greifen wir aber nicht. Beabsichtigt, das greifen wir beim nächsten Mal. Ein paar sind rausgeflogen, aber haben wir glaube ich ganz gut drin. Und jetzt können wir eben zurückfahren und das versuchen auf unseren Zug zu laden. Hoppala, da sollten wir vorsichtig sein. Ja, den Zug kennen wir schon von anderen Maps, aber hier auf der Map ist es natürlich ein komplett neuer Zug. Also der ist so ein bisschen auf die Map abgestimmt. Wir haben auch brandneue Holztrailer mit dran, die sehr schön sind, um das Holz zu laden. Ja, reden und fahren ist immer schwierig, aber es würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ja, das sieht doch gut aus. Und mit dem Zug kann man dann eben das Holz außerhalb der Map verkaufen. Oder man fährt es zu dem anderen Sägewerk zum Beispiel. Also Manu ist vorhin ja auch schon mal über die ganze Map gefahren und hat man auch das große Sägewerk gesehen und kann es zum Beispiel auch zum Sägewerk transportieren, dort verkaufen oder Holzbretter herstellen, wie auch immer. Wir haben auf dem Zug auch vorne der Waggon ist extra für Paletten gedacht. Also wenn man, oder man kann auch hier in dem Sägewerk, wenn man Holzbretter herstellt, kann man die hier direkt verladen auf dem Zug und auch zum Beispiel in die Stadt fahren, dort irgendwas anderes aus den Holzbrettern herstellen oder man verkauft es direkt, so wie man das schon von anderen Maps kennt, dass der Zug dann virtuell außerhalb der Map ist oder beziehungsweise auf eine andere Map fährt. Jetzt haben wir dann noch ein paar Stämme, die müssen wir jetzt natürlich auch noch entladen und dann kommt da noch eine kleine Besonderheit, also der Greifer hat nicht nur die zwei großen Greifer, sondern ist noch ein bisschen komplexer. Moment. Genau, jetzt haben wir es schon gesehen. Ja, der eine ist nicht ganz runter. Aber sobald man den Greifer komplett zumacht, hat man dann noch so zwei zusätzliche Greifer. Und wenn man ja nicht den ganzen Greifer voll hat, wie wir jetzt zum Beispiel, damit die Holzstämme nicht rausfallen, kommen noch diese zusätzlichen Greifer runter. Und also das passiert vollautomatisch und dann werden die auch festgehalten. Genau. Der will natürlich nicht, ist ja klar. Aber funktioniert, glaube ich, ganz gut. So. Ah, ein bisschen. Na klar, ist der quer. Das war klar. Aber ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Den können wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen drehen. Aber so lange will ich mich damit gar nicht aufhalten. Wir haben gar keinen Sound hier, ne? Ist mir aufgefallen. Aber auf jeden Fall hat er auch einen coolen Sound, das wollte ich auch noch sagen. Genau, aber haben wir jetzt leider hier nicht. Da haben wir schon die nächsten Maschinen, die habe ich auch schon im Livestream kurz gezeigt. Also es sind zwei Maschinen von John Deere. Der hier ist ein Fällerbündler. Das ist eine andere Art, um Holz zu fällen, als die Harvester, die wir bisher hatten. Die normalen haben vorne den Kopf und können dann einen Baum ernten, den Ast ablängen und fertig.
Der hier ist ein bisschen anders, wird hauptsächlich eigentlich in den USA verwendet. Und es ist ein Fällerbündler. Und der kann nicht nur einen Baum gleichzeitig fällen, sondern kann gleich zwei nehmen. Also der fällt einen Baum, hält den Baum fest und kann noch einen zweiten mitnehmen und kann den dann ja, ablegen, wo man es haben möchte. Also da hat er hier die zwei Greifer. Können wir das Ganze auch noch in Action sehen? Also können wir hier einfach mal, ja, wenn wir hier gerade reinfahren, auch darauf achten, auf die Animation. Also man fährt einfach nur in den Baum rein und man sieht dann, wie die Säge eben langsam in den Baum reingeht, was auch ganz cool aussieht. Und ja, dann hat man den großen Greifer, der zieht den Baum her. Und dann hat man oben den kleinen Greifer, der ist eben zum Festhalten gedacht. Und so kann man dann gleich den nächsten Baum ernten. Kann man hier auch den noch nehmen. Also man muss halt darauf achten, dass die Bäume nicht zu groß sind und dass man möglichst gerade, also der ist im Endeffekt nicht dazu gedacht, auf hügeligem Terrain zum Ernten, sondern eher auf flacherem Land. Da kann man auch dann leichter in den Bäume reinfahren. Also im Livestream war das ein bisschen nicht so gut, aber normalerweise, wenn man hier, ja, wenn man auch gerade reinfährt, dann könnte das durchaus funktionieren. Genau, wenn man schön gerade reinfährt, dann hält er auch beide schön fest. Und ja, die kann man dann ablegen, wo man eben möchte. Ich würde mal sagen, hier legen wir die ab, dass wir sie später wieder rausholen, drücken eine Taste und dann fliegen die zwei Bäume hier einfach runter. Genau, aber wir belassen es jetzt erstmal bei zwei Bäumen und dann zeige ich noch kurz, wie man die Bäume dann eben aus dem Wald bekommt. Also da haben wir eine ganz ähnliche Maschine, sind ja ähnlich aufgebaut, auch vermutlich ähnliche Komponenten verwendet. Das ist ein Skidder, auch von John Deere. Und der wird dazu verwendet, um die Bäume, normalerweise die langen Bäume, aus dem Wald zu ziehen. Also der hat hinten einen großen Greifer, den können wir hier auf und zu machen. Und dann müssen wir eben die Bäume suchen. Hoppala, da war wohl ein Baumstumpf. Und dann können wir die greifen und aus dem Wald ziehen und dann eben zum Beispiel ja, an die Stelle, wo wir die Bäume dann verarbeiten oder kleinsägen oder entasten. Also den können wir hinten auch schön drehen und sobald eben Bäume dran sind, kann er sich auch frei drehen. Also da kann man dann ja ohne Bedenken aus dem Wald fahren. Genau, jetzt haben wir die so fest und ja, dann ziehen wir die schön hinter uns her. Und wenn wir die zum Beispiel hier ablegen wollen, können wir die einfach hierher ziehen. Voilà. Und dann legen wir die hier ab. Genau. Ja, das war die zweite Maschine. Jetzt kommt ein bisschen was Neues, das hatten wir nicht im Stream. Ja, der hat schon die Gator. Den kennen wir natürlich schon, er ist vom Base Game, aber ich dachte, wir ernten mal ein paar Bäume mit der Kettensäge. Weil, ja, das ist viel cooler. Nein, also wir haben hier einen Steilhang, ist normalerweise sehr schwer mit einem Harvester zu befahren. Deswegen wird normalerweise, also in alpinen Regionen zum Beispiel, ja, wird viel per Hand gefällt und dann werden die auf eine besondere Art aus dem Steilhang rausgezogen. Jetzt sehen wir hier mal einen Baum. Und hier haben wir noch einen, der sieht nicht mehr so gut aus. Den können wir natürlich rausnehmen. Jetzt haben wir Sound. Genau. Und wie bekommen wir die jetzt hier raus? Tja. Da haben wir so ein kleines Gerät, der kommt hierher gefahren und vielleicht können wir den hier anhängen und dann ziehen wir den einfach mal so hoch und der folgt mir sogar. Dann kann ich jetzt hier den ganzen Berg hoch, da haben wir eine kleine Seilbahn und irgendwann sollte hinter uns auch der Baum kommen. Braucht natürlich ein bisschen, ich bin natürlich ein sehr durchtrainierter, deswegen bin ich sehr schnell. Dann können wir den noch ein bisschen weiter hochfahren lassen. Und hier oben haben wir eben schon unseren Harvester vorbereitet, um den Baum dann zu zersägen, zu entasten und auch schon einen LKW, auf den wir es dann verladen können. Also das ganze System ist eine ja, Seilbahnanlage oder Seilkrananlage, wie auch immer, oder Englisch Yarder. Ja, wird hauptsächlich ja, alpine Regionen verwendet, also das ganze System ist von Kohler und
ja, die sind eben in Österreich, wo das auch sehr oft verwendet wird. Und ja, das erleichtert eben das Bäume fällen in ja, solchen Steilhängen, weil es ist eben schwierig, mit dem Harvester hinzufahren oder dann mit dem Forwarder die Bäume auch rauszuholen. Das dann die Chance groß, dass man dann doch umfliegt oder so, und dann ist es doch besser, wenn man die auf diese Art rauszieht. Also haben wir jetzt den Baum ganz oben. Genau, weiter geht nicht. Und dann können wir hier sagen, dass wir den Baum loslassen wollen. Und dann haben wir den hier. Also wir können den Laufwagen oben, können wir entweder sagen, dass er uns folgen soll. Dann fährt er ja zu der nächsten Position zum Spieler. Oder wir können den auch manuell hin und her fahren. Und auch dann, wenn wir den Baum dran, also wir können den Baum an jeder Position anhängen. Wir können auch mehrere Bäume dranhängen. Dann können wir den zum Beispiel auch hier hochziehen. Je nachdem, wie wir das halt haben wollen. So, ziehen wir ein bisschen hoch. Und dann liegt er hier bereit. Hier haben wir die Ponce Cobra. Kennt ihr vermutlich schon, das ist ein normales Basecamp-Fahrzeug, normaler Harvester. Aber ja, normalerweise, bisher wurde er nur dazu verwendet, um Bäume im Stehen zu ernten. Ja, das wurde auch vielmals gewünscht, dass wir auch Bäume, die auf dem Boden liegen, zum Beispiel wieder aufnehmen können, entasten können, kleinschneiden können. Und dann können wir hier mal vorne den Kopf drehen. Und versuchen wir mal den Baum hier aufzunehmen. Normalerweise gar nicht so leicht, aber so. Genau. Der hat den automatisch gegriffen und fährt auch den Baum automatisch an die letzte Position, wo er geschnitten wurde. Also damit man dann gleich von der Position aus die definierten Meter schneiden kann. Was wir dazu auch noch haben, also bisher war es so, dass die Längen von 1 bis 10 Meter normalerweise waren. Und die konnte man in Metersteps durchtoggeln. Das haben wir ein bisschen angepasst, da wir auch Maschinen für Langholz haben. Deswegen ist es dann doch ein bisschen besser, wenn wir da mehr Möglichkeiten haben. Und zwar haben wir jetzt, also er erhöht sich nicht mehr linear, sondern wir haben hier zum Beispiel 2,5 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6, 8, 10, 12, 15, 20 oder maximal. Also da wird der Baum gar nicht geschnitten, sondern wird einfach durchentastet und dann abgeworfen. Genau, ich habe hier schon meinen Auflieger perfekt positioniert. Hoffentlich klappt das jetzt auch, wie ich mir das ausgedacht habe. Genau, versuchen wir das mal. Und können wir den theoretisch direkt auf den Auflieger laden. Oh, das ist mal ein bisschen angestoßen. Genau. Beziehungsweise man kann oben auch einen Stapel machen und den dann später mit dem LKW abholen. Genau, wie man das eben haben möchte. Und dann sieht man auch, dass das Aggregat auch in der Position bleibt. Also wenn man mehr Bäume vom Boden aufheben möchte, kann man dann gleich den nächsten vom Boden greifen oder man fährt das Aggregat eben wieder nach oben. Diese Funktion ist nicht nur für das DLC, also diese Schnittlängen, also die geänderten Schnittlängen und das Drehen vom Aggregat werden auch Features, die im Basecamp kommen mit dem 1.8 Patch, was dann für das DLC kommt. Also da braucht man nicht das DLC. Aber was anderes, was ich später noch zeigen werde, kommt dann mit dem DLC. Genau, kann dann auch für Mods verwendet werden, muss halt extra eingebaut werden, aber das sollte kein Problem sein. Genau. Ja, ich kann vielleicht auch noch kurz zeigen, wie man die Seilbahn aufbaut. Also läuft man einfach hin. Kann man den hier einmal zurücknehmen. Also dann ist er wieder in der Parkposition. Die Seile sind hier alle schön aufgewickelt. Und dann kann man hier hingehen. Sagt, ich will den aufsetzen und dann bekommt man hier dieses rote Seil und dann versucht man eben einen Baum zu finden. Ist ein bisschen Debug-Code drin, also ist alles noch Work in Progress. Aber normalerweise sucht man dann einen Baum, kann auch die Position ein bisschen ändern, also wenn man den ein bisschen höher haben möchte, sodass eben dazwischen nichts kollidiert, wenn man irgendwelche Objekte im Weg stehen hat, drückt man drauf und dann legt er hier das Seil, spannt er das Seil. Und dann im Baum, also das sieht man jetzt nicht so genau, da wird dann ein Spanngurt platziert oder ein Gurt um den Baum und da wird das Seil dann befestigt. Und oben haben wir auch noch Unterstützungsseile, also die sind auf der anderen Seite, braucht man natürlich, damit der nicht umgeworfen wird. Also das ist jetzt hier ein bisschen ein Ausnahmefall, weil wir, also normalerweise in echt werden die an anderen Bäumen befestigt oder an Baumstümpfen, die in der Nähe sind. Ist hier ein bisschen schwierig,
ist leider eine schlechte Position. Da haben wir leider keinen Baum in der Nähe. Und da werden dann eben solche Stahlpfosten in den Boden gerammt und da wird es dann befestigt. Aber normalerweise, wenn da Bäume stehen, sucht er sich automatisch Bäume, wo er sich hinlinken kann und dann ist er so platziert. Und auch hier drin sieht man dann, wie sich auch die Seile abwickeln. Also je nachdem, wenn man den auch bewegt. Genau, dann sieht man hier, ich weiß nicht, ob man es so genau sieht, aber auf jeden Fall dreht sich die Rolle und wickelt dann das Seil ab. Und der Schlepper geht auch automatisch an und dann kann man den Jader bedienen. Genau, dann springen wir mal zum nächsten und auch schon zum letzten Fahrzeug, was ich zeigen möchte. Wir haben es auf der Webseite, steht schon, dass Impex mit ins Spiel kommt. Und hier haben wir uns, ja, das größte Modell ausgesucht. Das ist ursprünglich ein Bagger. Aber der Bagger ist ja im Endeffekt umfunktioniert zum Harvester. Und zwar kein kleiner, also das ist ein 50-Tonnen-Bagger. Und der ist konzipiert, um Bäume auch im Stehen zu entnehmen. Also der hat hier vorne, also das ist ein bisschen anders, dieser obere Arm, den man hier vorne sieht, der wird dazu verwendet, um den Baum nochmal zu greifen und festzuhalten. Und so fliegt er eben nicht direkt um, sondern bleibt vertikal im Harvesterkopf drin. Und ist zum Beispiel sehr von Vorteil, wenn man nebendran noch kleinere Bäume hat und man kann vielleicht nicht genau hinfahren oder man will auch den Boden dort nicht beschädigen, kann man mit dem, also der Arm ist auch sehr lang, normalerweise auf einen Feldweg fahren oder auf einen Waldweg fahren und dann in den Bestand reingreifen und den Baum eben rausziehen, ohne dass man selbst in den Bestand reinfährt. Also das ist auch was Neues, was wir bisher nicht hatten. Wenn wir den anschalten, gehen beide Greifer auf. Den oberen können wir noch manuell bedienen, aber normalerweise geht er dann auf und auch automatisch zu, wenn wir einen Baum ernten. Genau. Ja, ich weiß nicht, was wir da haben. Auf jeden Fall, ja. Hat erstaunlich gut funktioniert. Also wer genau darauf geachtet hat, es war nur ein Tastendruck und der Bagger ist automatisch zum Baum hingefahren. So eine kleine Neuerung, also können auch mal wieder wegfahren, um es nochmal zu zeigen. Also man hat hier im Baum so einen kleinen Marker. Er sucht immer den Baum, der am besten gerade zu ihm steht, zu dem er hinfahren könnte. Und dann versucht er eben den Kran automatisch auszurichten. Also wenn ich die Taste gedrückt halte, sieht man, das blinkt. Er versucht hinzufahren. Sobald es grün ist, ist er eben in dem Bereich, wo er den Baum auch sägen kann. Können wir ganz normal X drücken, wird er gesägt. Wie ich schon gesagt habe, oben wird dann der zusätzliche Greifer noch zugemacht. Und dann haben wir den Baum, wenn wir den hier hochheben, haben wir den eben im Stehen. Also das ist ja eine stehende Entnahme vom Baum. Und dann können wir ja selbst entscheiden, wo wir den Baum hinhaben wollen. Hoppala, müssen wir ein bisschen hochheben hier. Und den oberen Greifer können wir eben individuell steuern. Also wenn wir sagen wollen, den wollen wir hier ablegen. Dann drücken wir die Taste. Baum wird ausgeworfen und dann können wir den eben wie ein ganz normaler Harvester können wir den auch ablängen. Ja, wie vorhin schon gesagt, die neuen Cutlängen. Können wir sagen, 6 Meter wollen wir haben. Und dann sägen wir den hier schön. Genau, und dann fährt er wieder automatisch zurück. Also hier haben wir auch die Funktion, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, dass man den Kopf drehen kann und dann könnte man zum Beispiel den Baum wieder aufnehmen und entasten, wenn einer auf dem Boden liegt. Genau, dann fahren wir den wieder hoch und dann können wir eben auch zum nächsten Baum fahren und da kommt dann irgendwann auch wieder der Marker. Genau, dann steuert er das ganz automatisch. Also die Funktion ist auch Teil von dem Easy Arm Control, wie wir es schon im Spiel haben, dass man eben nur auf drei Achsen den Kran bedient, ohne die individuelle Rotation von dem Kran steuern zu müssen. Das ist so eine zusätzliche Funktion, also nur aktiv, wenn man diese Hilfe haben möchte. Und genau, dann können wir den wieder nehmen und ja auch ablegen, wo wir ihn haben wollen. Genau. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch noch zeigen, wie es aussieht, wenn man den Baum gar nicht sägen möchte.
einfach sagen, wenn ihr baut mit Asten, dann wird er hier komplett durchgezogen. Das ist ein sehr langer Baum. Immer noch, ja. Genau, und dann haben wir den gar nicht gesägt, sondern können wir so direkt, ja, was auch immer man damit machen möchte, direkt verkaufen. Ja, eine kleine Neuerung, was ich noch zeigen möchte. Und was man auch noch hört, das ist der gute Sound. Also wir haben auch einen extra Sound hier, zum Beispiel für die Ketten. Also das klingt wirklich sehr gut. Also man hört auch so ein kleines Quietschen von den Ketten. Also ja, bin ich ein großer Fan davon. Und wir haben ja auch eine kleine Neuerung eingefügt. Also der Marius hat es vorhin schon beim Vermeer-Pack gezeigt. Und zwar kann der die Selbstverbeimpresse kann im Stehen drehen. Und ja, normalerweise können Bagger auch im Stehen drehen. Und also, wir hatten es bisher ja nur so, dass er so maximal einlenken kann und man so einen Wendekreis hat. Aber da haben wir jetzt noch die Funktion eingebaut, dass man nur, wenn man ja die Tasten fürs Lenken drückt, ja, dreht er eine Kette vorwärts, eine rückwärts und er dreht sich im Endeffekt auf der Stelle. Genau. Oder wieder in die andere Richtung. Genau. Das war es eigentlich schon. Das ist die letzte Maschine, die ich zeigen wollte. Es sind noch einige mehr Fahrzeuge im DLC, also seid gespannt, was noch kommt. Kommt noch sehr viel cooles Zeug und ja, vielen Dank.